Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir sind immer noch auf Kashyyyk, müssen immer noch, ne, Wookie sind wir jetzt fertig befreit, ne? Aber wir müssen immer noch ein bisschen auf Kashyyyk herumgammeln, ne? Weil die Leute hier haben noch ein bisschen Probleme, ne? Das war Gorilla, ne, irgendwie anders hieß er, ne? Ich glaube Gorilla. Ich nenne ihn Gorilla. Was ist mit dem los? Ja, keine Ahnung, was er macht. Gott. Au. Au. Nein, ich dachte, der wäre auf meine Seite. Ich dachte, er wäre der eine von vorhin. Aua. Oh, die Wookie sind schon direkt tot, ey. Geil. Du hast meinen Sprungangriff abgehört. Du. Anfänglich gegen Paraden, habe ich gelesen. Aua. So, komm her. Keine Umarmung, bitte. So, okay. Du, hilf mir. Geh auf die da los. Oh, sehr gut. Finger weg von meinen Druiden. Boom. So. Gut gemacht. Ah, haben sie noch welche? Geht aber nicht auf mich los. Okay. Der will nicht. Muss ich gegen die kämpfen? Ich will irgendwie nicht. Ah, BD1. Ja, automatische Abwehr, gut. Habe erst letztens gegen so einen Typen gekämpft. Ah, oh, falscher. Ah, oh, Dreck. Gott, da sind Dinger. Ich habe doch gerade erst mal gegen so einen Fisch gekämpft, ey. Hey. Ich bin vor lange schon wieder gegen so ein Teil kämpfe. Ah, komm schon, ich bis jetzt hier so gut auf den Planeten. Ich habe gerade mal so geschafft, die Viech letztens zu erledigen. Viech, Roboter. Ja, auch nicht, boah. Fahrzeug. ATST ist ein Fahrzeug. Jetzt soll ich das auch noch erledigen, nachdem ich irgendwie, so weil nicht 5-6 Leute noch bekämpfe, ne, sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Ich brauche schon alle meine Ressourcen für die ganzen 3-4 Leute, die da sind. Also ich habe irgendwie ein Checkpoint oder so jetzt gehabt, was ich bezweifle. Nö. Okay. Okay. Eine etwas unfreundliche Stelle, finde ich jetzt gerade. Nein, falsch rum, Mann. Systeme fallen aus. Unproduktiver Humanoid. Okay, der geht auf den los, Gott. Aber du dich mal um die Typen, bitte. Ich nehme mich den irgendwie nicht näher an. Jawohl. Mach ihn fertig. Sehr gut. Aber was ist das hier? Kann ich nicht machen. Finger weg von dem. Finger weg.
Er muss mir helfen. Danke. Das kommt erstmal der schlimmste Teil. Okay. Oh, nee. Ja, meine Erfahrung. Ey, land jetzt bloß nicht auf den drauf, ey. Oh, was? Ach, das sind solche Dinger. Okay. Na gut, lenkt der mal ab, bitte. Gott, ist tot, glaube ich. Aber die machen keinen Schaden, das ist ja schon mal gut, ne? Das ist immer so eine Rakete. Ich glaube, die macht mehr Schaden gegen dich. Ja gut. Einfach den hier. Ich tritt einfach das Teil. Oh Gott. Warte mal Zeit. Gott. Schieß mal auf den. Danke. Der zweite gar nicht eingesetzt. Okay, das war krass. Ah, okay. Ja. Yeah. Ich bin auch ganz yeah. Alle mal zuhören. Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde. Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren für die Sache. Ja. Yeah. Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Es ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Count, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choisek. Hi. Tut mir leid, ich heiß nicht fließen. Choisek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Mehrere Einträge. Okay. Du kennst Tarful? Wir haben irgendwie schon so geredet, als wären wir ja ganz fertig. Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Was ich irgendwie bezweifle. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Obwohl er schon so Final Battle irgendwie sowas hatte. Choisek hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Okay. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet. Jemand ist recht muss dann. Das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl.
melden uns, wenn wir die Tafel gefunden haben. Der guckt mir irgendwie, der guckt mich irgendwie gar nicht an, ne? Mit der Armrunde, was auch immer. Okay. War nur in Panik gerade, Entschuldigung, Leute. 20, glaube ich. Bei mir 14. Dann musst du aufholen. Das werde ich. Je länger ich lebe, desto mehr Imps kann ich ausschalten. Rache für die Zerstörung deiner Heimat. Unsere Heimat. Wir sitzen im selben Boot, dieselbe Sache. Eine Familie. Was deine erlitt, erlitt auch meine. Ja, es geht. Na, Knorken, was? Wollte ich auch gerade sagen. Total. Mhm. Sie schaffen es. Pff. Alles klar. Okay, okay, dann muss ich da überladen. Wollte ich vorhin schon machen. Ich glaube, ich brauche hier etwas Hilfe. Da habe ich gerade, ach da, wollte schon sagen, muss mir schon zeigen, was ich hier gemacht habe. So, Bonk. Er ist irgendwie nicht sicher, wenn da Funken rauskommen. Ne? Ich drücke mal diesen Knopf. Könnte bald ein weiteres Sephograph finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Muss schon zurückkehren. Okay, muss schon den Planeten ja verlassen. Ich habe jetzt aber auch nicht irgendwie genau gesehen, wo hier noch was war. Also gut, dann gehen wir eben, würde ich sagen. Nicht auf ewig, nehme ich mal an, aber denkst du, zwar und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? So, das will ich überladen. Danke für alles. So, die Ecke hier. Ich verstehe immer noch nicht, was man hier machen muss. Okay, dann gehen wir eben weg hier fürs erste. Jemand, irgendwann müssen wir vielleicht noch mal hier hin, ne? Und sollte wieder anmachen oder was? Warum soll ich das Ding jemals wieder anmachen? Wald. Okay, letztendlich war es jetzt nicht so schwer hier wie auf die anderen Planeten, finde ich. Gefunden. Gute Arbeit. Gonk-Droide. Ne. Alles okay? Gerade kam eine verschlüsselte Nachricht rein. Konstor? Von meinem Vater. Meine Tochter ist auf Chandrilla. Sie ist sicher. Das ist wunderbar. Sehr gut. Das ist die beste Nachricht, seit ich hier angekommen bin. Trotzdem ist es schwer, weil sie so weit weg ist. Das war nicht unser letzter Sieg. Na gut, dann gehen wir wieder. Nehme ich an. Hat schon hier alles war. Okay, das ist so ein. Eher aus wie ein Turban anstatt ein Helm, aber meinetwegen. Na, ihr Gurken. Gib einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Mario und Schauzig schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ.
Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss es nicht. Danke. Gleich, Kerl. Bitte. Okay. Jetzt ist nicht die Zeit zum Reden. So, hatte ich irgendwie so ein Ding gefunden? Ach, guck mal, da wächst mal was. Die Dinger werden groß. Und sehen denn die alle gleich aus? Macht doch gar keinen Sinn. Nur von einem Planeten. So, bevor ich jetzt vergesse, gehen wir erstmal hier hin und meditieren. Mich, wenn ich den Planeten wechsle, nicht direkt wieder voll auf die Fräse bekommen. Gut, dann tut sich eigentlich auch die Inneneinrichtung ändern, wenn ich sieht so aus, ne? Wenn ich die Mantis Lackierung ende, Material, was auch immer. Da muss ich ihn jetzt hin überhaupt. Irgendwohin, nur nicht da von mir. Da gefällt's mir nicht. Suche die neue imperiale Ausgrabung auf Sepho. Was? Ich muss schon wieder nach Sepho. Okay. Gehen wir wieder zurück nach Sepho. Guck mal. Das Imperium fand vielleicht ein Sepho-Grab. Uns bleibt. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich da später wieder hingegangen. Schade. Einer von Sors Kämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Glücksspiel? Denken Sie nach, Grease. Irgendwann wird diese Haxie und Brot sie doch noch erwischen. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja, Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen, verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird sicher kein Problem geben. Du willst mir sagen, dass ich mich hinsetze, oder? Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Okay, ist ja gut, Mann. Muss mir nicht immer sagen, dass ich mich hinsetzen will. Ich kann mich auch so hinsetzen. Schon ein großer Junge, ey. Yay, wir sind wieder auf Sepho. Ey. Stehe ich irgendwie nicht. Okay, sitzt einfach nur so auf seinen Stuhl. Wir sind schon wieder hier. So. Na gut. Der ist immer noch hier am Liegen. Vor uns liegt eine lange Reise. Meinst du mit diese uns? Diese Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Ich glaube an die Sache. Irgendwie fällt da links immer so ein Balken. Ist das irgendwie Standardantwort? Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Die Heimatwelt der Sepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich... Ich meine meine Haare, ne? Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit... keine Zukunft. Meint ihr, Grease wettet darauf, ob wir es schaffen oder nicht? Kerl, ich übernehme die Verantwortung. Mach dir darüber keine Gedanken. Schon okay. Als ich Grease fand, hat er hohe Schulden bei der Brot. Ich hab sie bezahlt. Komplett. Dachte ich zumindest. Jeder hat Probleme. Ja, da hast du wohl recht. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Okay. Was mit dir? Ja, du und ich. Wir zwei sind nicht aufzuhalten. Ist es nicht so, Kleiner? Die Mantis und Grease, jedes Mal perfekte Landung. Kann man so sagen. Schon mal ein Schiff gesteuert? Nein, eigentlich nur Schrotttransporter auf Bracca. Kleiner, du musst unbedingt mal wieder ins Cockpit kommen. Mit der Steuerung in der Hand hast du die ganze Galaxis im Griff. Das ist der totale Oberhammer. Klingt gut. Sag Bescheid. Hä? Nein, nicht mein Schiff. Ja. Nicht die Mantis, vergiss es. Ich meine, du solltest es mal probieren. Aber mit einem anderen Schiff. Da du schrotten darfst.
Was gibt's? Erinnerst du dich noch an den Scoutläufer? Den ATST? Ja, da warst du doch nah dran, oder? Worauf willst du hinaus, Breeze? Meinst du, der ja liegt? So ein Ding vom Imperium ausleihen, damit ich mal eine kleine Runde damit drehen kann? Oh, steig ein. Mir wohl beim nächsten Kampf helfen. Was? Nein, niemals. Du willst immer nur kämpfen. Vergiss, was ich gesagt habe, ja? Besorgt wegen des Sturms? Nein, mir macht ja sehr viele Sorgen. Das Imperium, tödliche Kreaturen, schlecht gekochter Borafisch, aber in meinem Schiff ist das alles kein Problem. Sehr gut. Wir sind noch eine Weile unterwegs. Stimmt. Aber daran musst du mich nicht erinnern. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Boah. Ganz halt voll schöne Unterhaltung und dann geh weg. Lass mich in Ruhe, du nervst. So. Das ist ein sehr langer Weg. Ich wahrscheinlich den ganzen Part hier rumsitze. So. Ich nehme an, ich muss hier so, da muss ich da. Alles klar. Ich wünschte, ich hätte so eine Minimap irgendwie oben rechts oder so. Oder oben links. Oben links war okay. Wenn ich wenigstens weiß, wo ich die ganze Zeit rumlaufe. Was ist denn da oben? War ich da schon mal? Ja, ne? Ja, ihr kaut ruhig noch ein bisschen um. Sie suchen jetzt bestimmt nach dem Grab. Gut, aber die Höhlen werden voll von ihnen sein. Ich werde versuchen, ihre Bewegungen zu überwachen. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Imperium weicht nicht zurück. Ich weiß. Ich spüre es auch. Passt auf euch auf, ja? Du Armer. Na. No. Ja, man, hier geht irgendwie schneller, ne? Ich meine, es zwar gefährlicher, aber nach allem, was wir schon gemacht haben, was hat er gesagt? Ja, das war. Oh Gott, ich vergaß. Du. So, willst du mich auf den Arm nehmen? Na, komm mal hier hoch. Denkst du jetzt wieder, du bist knallhart? Ja. So. Jetzt wollte ich hier Dinge nehmen, genau. Und erstmal wieder rufen. Das dauert jetzt natürlich wieder. Oder auch nicht, was? Nee. Da muss ich. Wo bin ich denn jetzt hier gerade hingelaufen? Oh Gott, das mit der Navigation hier in dem Spiel. Da werde ich mich nie irgendwie anfreunden. Er zoomt doch nicht immer die Kamera raus. So. Da komme ich nicht hoch, ne? Nee. Muss ich wieder diesen extraordinären Weg gehen. Oh Gott. Gott, ehrlich. Was hat? Okay, jetzt wenigstens noch eine Truhe. Boah. Verarschen, ey. Was ist das? So, mach das Ding auf.
los. Okay. Okay, BD. Was ist es? Neues Lichtschwertmaterial. So, bin ich jetzt hier richtig? Oh, das nervt mich ein bisschen, dass man jetzt hier nicht schnell reisen kann. Ich meine, komm schon. Das dauert ganz schön ewig hier. Irgendwie von einem Ort zum anderen zu laufen. Ja, diese Kreise bedeuten, dass da Dinger sind. Ey. So, da ich mich wenigstens irgendwie von ja von Heilkreis zu Heilkreis irgendwie teleportieren könnte, das wäre auch was. Okay. So, bin ich jetzt hier richtig? Jetzt muss ich einfach nur dem Weg folgen, ne? Ah, oh ja. Jetzt müssen wir dahin zu diesem Ort, den ich schon irgendwie voll erkundet hatte. Ja, leck mich doch an. Ich hätte gewusst, hätte ich den irgendwie in diesen einen Part nicht erkundet, hier den Ort. So. Jetzt muss ich hier lang, da ist irgendwie was Grünes. Oh, hi, na? Was? Stand doch gerade Funkspruch, boah. So schnell kann ich doch gar nicht reagieren, Mann. Du wirst mich schon nicht sehen, ne? Alles klar. Mal finden wir ihn ja noch. Okay. Ich habe so das Gefühl, wenn ich da runter gehe, kommt irgendwas Dickes. Was auch immer hier ist, macht das schnell. Gemeinsam stark. Mhm. Okay. Ja, einmal ein bisschen dadurch. Oh Gott. Okay, war schon immer da, das Ding. Keine Ahnung. So, wir haben mal gewonnen. Da ist, glaube ich, ein Macht-Upgrade. Da ist irgendwas Dickes. Ja. Ich wusste irgendwas Krasses. Aber tu mir das jetzt nicht an. Direkt, der sieht mich noch. Okay, vielleicht. Nein. Oh, was zum.
Warum verlangsamt er nicht? Komm schon, da werde ich doch schaffen irgendwie. Irgendwie meine ganze Ausdauer hier. Boah. Oh ja klar. Oh, diese ganzen Bossen, ey. Wenn ich halt irgendwann mal erledigen müssen, ja. So wie das ausschaut. Brauche ich mehr AP und mehr Heilung und so. So Gefühl, mehr Macht als drum und dran. Das geht nicht so. Gut, aber das war's dann auch schon für diese Folge, ne? Wo komme ich denn jetzt noch mal raus? Ah, was stand da gerade? So, wo bin ich jetzt hier? Die sind grün. Die waren nicht grün. Also hätte ich da durchkommen können. Ich kam da aber nicht durch. Den Arm nehmen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat dabei gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Yeah.